Wölfe haben gerufen und sie sind gekommen zum Handy Games Charity Day 2015. In der S. Oliver Arena rund 2000 Menschen kamen für einen guten Zweck und um Spitzensport zu sehen. Es gab Handball pur den ganzen Nachmittag in der S. Oliver Arena und das Ganze zugunsten des Vereins Hilfe im Kampf gegen den Krebs e.V. und auch zugunsten der Jugendarbeit der DJK Rimpa. Daniel Sauer hatte angerufen. Quer durch die Bundesliga hat viele ehemalige Nationalspieler, ehemalige und auch aktuelle Bundesligaspieler zusammengetrommelt und auch ein paar Ex-Basketballer waren mit dabei. Die Daniel Sauer All-Stars angetreten gegen die Drittligisten vom TSV Rödelsee. Am Ende schiedlich, friedlich, unentschieden. Das Ganze natürlich mit viel Spaß und vielen spektakulären Szenen selbstverständlich. Das Highlight, das gab es dann, als die Großen angetreten sind. Die Rimpa-Wölfe derzeit auf einem Aufstiegsplatz in der zweiten Handball-Bundesliga gegen den Bundesligisten, gegen den Tabellenfünften, gegen den neunmaligen deutschen Meister, gegen den zweimaligen Europapokalsieger frisch auf Göppingen. Die großen Nationalspieler sind alle zwar bei der WM momentan, trotzdem diese Mannschaft ist gespickt mit Spitzenspielern und dementsprechend haben sie gezeigt, was sie drauf haben. Und am Ende gab es den Sieg für Frisch auf Göppingen 32-27. Für die Rimpa-Wölfe natürlich ein sehr respektables Ergebnis und begeistert waren auch die Zuschauer von diesem ganzen Tag. Es war enorm. Also ich finde es Wahnsinn, wie viele Leute sich aufmachen, eben für so einen guten Zweck. Leider haben die Wölfe verloren, aber ich finde es super, dass Göppingen hierher kommt, bei der ganzen Sache mitmacht. Und wenn am Ende dann noch 51.000 Euro für einen guten Zweck, sowohl für die Krebshilfe wie auch für die Jugendarbeit der Wölfe zustande kommen, muss man ganz einfach als Würzburger unterstützen und macht es auch sehr gerne. Es war Werbung für den Handballsport, es war Werbung für eine sehr, sehr gute Sache. Es war eigentlich eine Mammutleistung, die Gabi Nelkenstock mit ihrem Verein Hilfe im Kampf gegen Krebs gemeinsam mit allen Beteiligten hier geleistet hat. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das nächstes Jahr wieder stattfindet. Hat sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Schön, dass so eine tolle Mannschaft nach Würzburg gekommen ist. Hat viel Freude gemacht. Für jemanden, der gerne Handball schaut, war das ein Highlight heute. Das Wichtigste, gerade dieser Verein Kampf gegen Krebs, finde ich eine tolle Sache. Hoffentlich auch das Ergebnis, was rausgekommen ist, war toll. Ich denke, braucht man nicht zu sagen, ist einfach geil. Wir sind immer wieder froh und glücklich dabei sein zu dürfen und freuen uns jedes Jahr aufs Neue drauf. Ich hoffe, die Gabi macht das noch ganz lange. Eine rundum gelungene Veranstaltung, der Handy Games Charity Day 2015 in der S. Oliver Arena. Insgesamt kamen über 51.000 Euro zusammen für Hilfe im Kampf gegen den Krebs e.V. und für die Jugendarbeit der DJK Rimpa. Also das schreit auf jeden Fall nach Wiederholung und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr.